Ein wollig warmes Willkommen bei Seasons After Fall mit einem kleinen ungeduldigen Fuchs, der gespielt wird von einem nicht weniger ungeduldigen Schaf. Ich bin ein bisschen glücklich und stürze mich schon gleich in die Tiefe. Weil wir etwas weitergekommen sind in der letzten Folge. Nachdem ich das Gefühl großer Verwirrung hatte, ist das Gefühl jetzt etwas weniger groß. Jedenfalls glaube ich, eine Ahnung zu haben, was als nächstes passieren sollte. Und ich muss mal leider kurz dringend den Sound etwas runterregeln. Den habe ich gerade unabsichtlich hochgestellt und das ballert gerade auf die Ohren etwas unangenehm. So, jetzt hier, konzentrieren. Also, Aal. Ich rede jetzt auch nur noch in Stichwörtern. Aal, Hüter, Wind, Altar. Ihr wisst Bescheid. Das ist jetzt, worum es gehen wird in der nächsten Folge, in dieser Folge. Genau, wir haben diese lustigen Dinger hier gefunden. Denn ich wollte eigentlich, den Frühling oder den Sommer aktivieren, damit das am Blubbern ist, nicht gleich da reinspringen. Ich bin nämlich gefragt, ob es was bringt, wenn man diesen hier macht. Nee, vielleicht Frühling? Ich spring da nochmal rein. Okay. Ja, ist gut. Ich habe verstanden, dass ich da jetzt noch nicht rauskomme. Das bringt mir auch nichts. Okay. Hier brauche ich Winter. Und hier komme ich gar nicht erst hoch. Doch, hier... Ach, hier ist der... Ich springe auf dem Aal rum. Entschuldigung, ich finde Aale jetzt persönlich nicht so mega. Hallo, du bist der Aal. Jetzt haben wir diese Dinger hier. Ah, ich kann da schneller rausspringen. Aber immer nur nach rechts. Okay. Und in dem anderen stecke ich relativ lange fest. Oder, nee, kann ich auch sofort rausspringen. Haben wir das schon mal ausprobiert, was da im Herbst passiert? Ja. Was habe ich jetzt rausgefunden dadurch? Aha, das habe ich rausgefunden. Sehr gut, ich habe etwas rausgefunden. So kommen wir hinter den Aal. Ey, das Spiel, ne? Was macht, dass ich an meinen geistigen Fähigkeiten zweifle? Oh Mann, ey. Oh. Aber bitte keine Glühwürmchen. Nee, aha. Das sah aus wie ein Rückweg. Wir laufen geradeaus. Kenne ich ja nix. Aha, okay, hier ist er. Dieser Stein beherbergt den sanftesten und feuchtesten der vier Winde. Den Zephyr. Siehst du den Steinfuchs? Seine Umrisse sind kaum noch zu erkennen. Aber ein Teil seiner Spiegelung ist immer noch im Wasser sichtbar. Es muss einen Weg geben, diese Illusion zu zerstören. Jawohl. Ich bin glücklich, weil wir jetzt auch endlich diesen Stein gefunden haben mit dem Wind und dass der vierte Wind ist. Und ja, das bedeutet, dass wir doch, also wir, jetzt ich mal, doch irgendwann irgendwas richtig gemacht haben. Kann ich das Wasser sinken? Ach nee, dafür muss ich ja... Hier. So. Erster Impuls, Wasser sinken lassen. Und dann schnell hier die Blumen holen. Und dann mal gucken. Also hier ist irgendwie kaum noch sichtbar. Na gut, gucken wir mal, wie wir das Rätsel wohl lösen können, werden dürfen, müssen sollen. Hier sind noch mehr von diesen Blumen, die Wasser lassen und Wasser aufnehmen.
Ich laufe einfach mal ein Stück, um mich zu orientieren. Ah, das sind diese komischen... Oh nein. Diese Dinger, die wir gerade auch schon hatten. Ah, siehste, hat sich gelohnt. Siehe die Blumen auf dem Feld. Sie ernten nicht, sie säen nicht. So. Ihr... Ah ja. Aha. Nee, nee. Und... Ah, das ist ein bisschen... Okay. Ah. Die Steuerung finde ich etwas irritierend an dieser Stelle. Ich habe auch keine Ahnung, ob das, was ich gerade mache, sinnvoll ist. Ich weiß auch nicht genau, wie ich hier rausspringen muss. Ah. Da unten leuchtet was. Seht ihr das auch? Ich sehe es. Nee, da wollte ich gar nicht. Ich sehe da unten was leuchten. Da, hier unten drunter. Das müssen wir hinbekommen. Okay, die Funk. Oh, nachdenken. Reicht es, wenn ich... Ah, ich muss die ja aktivieren. Okay. Die sprudeln auch im Sommer. Natürlich, weil dann Wasser ja nicht gefroren ist. So. Ich check hier noch nicht genau. So, geht das jetzt wieder runter? Warum es passiert, dass ich da rauskomme, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Aber hey, es passiert. Vielleicht ist das alles, was zählt, man weiß es nicht. Nein, ich möchte da nicht runterspringen. Nein, ich möchte schon hier, danke. Ja. Aha. Es passiert. Die Pflanze trinkt das weg. Ah, genau. Seelenstein. Also ich glaube, man nennt die Seelenstein. Spirit Path ist so auch ein Begriff, den man findet, wenn man beim englischsprachigen Bereich nach Infos zu diesem Spiel guckt. Okay. Muss ich jetzt wieder... Das Wasser, aber ich... Oder muss ich da von rechts rum hin? Vielleicht aber auch von hier. Gucken wir mal. Das ist schon zu weit. Nee, geh mal weg, du Ding. Ich will dir da gar nicht rein. Ach, hier oben ist noch so ein Gerät. Ist das schon aktiv? Nee, dann aktivieren wir das doch mal. Aha. Genau. Ja, easy, ne? Voll easy. Und jetzt? War es das, was wir wollen? Oh nein. Ich wusste, dass ich sie schaffe. Ich überlege gerade, ist die Spiegelung vielleicht auch ein bisschen wichtig? Denn darin sieht man ja den Stein. Hm.
Upsala, ich wollte hochspringen. Weil ich mich gefragt habe, ob wir die hier nicht nochmal schnell ernten, sozusagen. Das klingt falsch. Mal schauen, ob das was bringt, das Wasser hier hochkommen zu lassen. Ah, gucke da. Weißt du, Fuchs, die Knospe ist nicht von Grund auf böse. Sie hat nur nicht verstanden, was das Ritual der Jahreszeiten wirklich ist. Sie hat sich von ihren Ängsten überwältigen lassen und sich ein Gefängnis gebaut. Ich flehe dich an. Tu, was du kannst, um sie da herauszuholen und zu uns zurückzubringen. Alles klar. Rettungsfuchsen, Aufi! Hör mal, lass mich in Ruhe. Bitte. Nee, ich will niemanden sehen. Ich will nicht ins Heiligtum zurück. Was hat sie denn? Komme ich nicht hoch? Genau, muss ich springen? Noch etwas, was ich gelesen habe. Das Ritual der Jahreszeiten ist überhaupt nicht das, wofür du es hältst. Die Hüter wollen gar nichts mehr mit dir zu tun haben. Da bin ich mir sicher. Sie wollten mich loswerden. Ich sag hier nichts mehr, weil sie ja zwischendurch mal reinquasselt. Also, ich rede dann gleich wieder. Weißt du, das mit deinem Fuchs bedauere ich. Wie auch all die anderen Fehler, die ich begangen habe. Ich wusste nicht, was ich tat. Und er hat den Preis für meine Ungeduld gezahlt. Die Hüter verstehen mich nicht. Aber du scheinst anders zu sein. Hier, der letzte meiner Schätze. Ich hoffe nur, dass du auch weißt, was du tust. Knospe, sie ist es wirklich. Tausend Dank, Fuchs. Der Zugang zum letzten Altar ist offen. Wenn erst alle vier Hüter versammelt sind, kann uns nichts mehr daran hindern, das echte Ritual der Jahreszeiten durchzuführen. Das ist das erste Mal, dass eine Knospe sich weigert, sich dem Ritual zu unterziehen. Ich weiß nicht, ob es wirklich richtig ist, sie zu zwingen. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass ich noch vieles lernen muss. Wenn du denkst, dass wir zu ihrem Wohl handeln, weißt du, was zu tun ist. Beende, was wir angefangen haben. Brich auf. Und suche den letzten Altar. Ich dachte, ich hätte noch zwei Altäre, die fehlen, weil es hier noch nicht leuchtet. Ich dachte, wir haben jetzt alle Winde und uns fehlt noch ein Altar. Und uns fehlt auch noch ein Traum. Na, das wird nachher ein fröhliches Zusammensuchen. Ich fand ja, dass das gerade aussah wie die Region im Brunnen und dachte eigentlich, ja cool, weil ich ja gerade beim Aal bin, komme ich da ja zurück und kann easy peasy den Altar mitnehmen. Altäre, Winde, das muss einen ja verwirren. Aber ich glaube, ich habe ein bisschen Unrecht. Vielleicht habe ich auch den einen, wir haben doch,
wir wirklich alle Altäre? Wir haben noch nicht drei Altäre, wir haben erst zwei. Ich habe das doch aufgeschrieben. Steht da doch. So. Da gucken wir jetzt mal, da hat sich ja gerade was verändert. Und das ist ja irgendwo hier gewesen. Da ist ja was runtergefallen. Bei den Blumen, nicht wahr? In der Nähe der Blumen. Frage ist nur, bei welchen Blumen? Dieses Tropfen hier, das Wassertropfen, das macht mich so ein bisschen nervös. Wo war denn das? Bei den Blumen. Ich erinnere mich an ein Blumenfeld, aber das war nicht das Blumenfeld, glaube ich. Ich gehe mal weiter runter. Oh, jetzt bin ich schon wieder an der Stelle, die ich jetzt persönlich einfach auch schon mal nicht leiden kann. Frei nach dem Motto, weil ist so. Ich mal wieder nicht weiß, wo genau. Und ich den Brunnen echt super unübersichtlich finde. Von allen, glaube ich, am unübersichtlichsten. Also von allen meine ich, von allen Regionen, die wir hier erkunden können, die vier. Also ich denke, die meiste Zeit verbringe ich hier und frage mich, wo muss ich eigentlich hin? Was tue ich hier? Nehme ich die nicht? Warum? Vielleicht ärgere ich mich, dass ich sie doch nicht genommen habe. Nee. Sah anders aus. Ich suche auch was, was aussieht wie ein Altar, dass ich es vielleicht erkenne, bevor, bevor was passiert. Aber irgendwie nicht. Hier, da, ne? Sieht gut aus, oder? Und jetzt kommen wir hier lang. Kann das sein? Aha, guck da. Ist ganz schön dunkel hier. Was ist das? Muss ich was mit dir machen? Du bist hübsch. Ich lauf mal. Okay. Ich lauf mal vorsichtig weiter. Oh, es ist ganz schön dunkel hier. Hier ist noch einer. Okay. Ah, die machen so ein bisschen Licht, ne? Oh, der leuchtet aber schön hell. Okay. Ich lauf mal weiter. Hören die irgendwann auf zu leuchten? Okay, wir haben hier also Rätsel-Action. Das wundert uns jetzt nicht. Wobei Action ja auch ein großer Begriff ist. Ich mach mal Licht an und dann... So, jetzt geht's los. Gut, hier haben wir Pilze, Pilze. Oh, es ist ganz schön dunkel. Dass ich jetzt Angst im Dunkeln hätte... Man sieht nur so wenig, leider. Machst du mal mehr Licht? Ja, falle ich nämlich hier runter. Sind die heller im Winter? Nee, das Licht ist nur ein anderes. Ah, warte, hier. Warte mal. Hier sind Krabbelkrebse. Verliert hier jemand eine? Ich höre dich. Ja, da bist du. Hallo, komm mal mit. Bist du runtergefallen? Hier muss nämlich eine reinwachsen. Da. Genau. So. Was haben wir davon? Wir kommen jetzt hier hoch. Ich hätte mehr Licht gerne. Hallo.
Ja, mach mal Licht an. Ein Geysir. Geysir, ich weiß es nicht. Springen wir mal hoch. Springen wir mal hier hoch. Ja. Okay. Ist nix. Hier ist ein Geysir. Der ist aber nicht hoch genug, oder? Gut, dann machen wir mal im Frühling regnet. Jetzt müsste der größer werden. Und springen da hoch. Ganz schön zwielichtig hier alles. Hier ist nix. Ah, okay. Was ist das? Ist das nur, ist das Deko? Okay. Über uns Pilz. Den aktivieren wir mal. Ach, ist schade, dass die nicht ein bisschen heller sind. Ich würde mich freuen. Ah, hier komme ich hoch. Ich leuchte ja auch viel aus mir selbst heraus gerade. Wäre da irgendwas? Oder ist das einfach nur ein Vorsprung? Ah, man muss auch einfach ein bisschen raten, habe ich das Gefühl. Muss ich da? Nee. Denn ich weiß nicht, ich sehe nämlich nichts. So. Hier ist was. Guck mal, Pilze. Ah, guck mal. War hier unten noch was? Oh Gott. War hier noch was? Hallo? Wohnt hier noch wer? Das sieht mir aus wie diese Winddinger, ne? Ah, ich sehe was. Ich erkenne was. Ist das so ein... Es ist so dunkel. Muss man die alle aktivieren, damit es heller wird? Oh nein. Ich finde ja den Winter angenehmer, weil da irgendwie mehr zu sehen ist. In diesem Licht. Wir laufen mal weiter, machen den auch mal an. Und links von uns, wissen wir ja, ist der... Ah, okay. Aha, guten Tag. Ich stürze mich da jetzt noch nicht rein, sondern wir ändern an dieser Stelle diese Folge, in der wir nicht viel sehen gegen Ende und in der wir aber einfach mal weitermachen, wenn wir das nächste Mal weitermachen. Ja, klingt nach einem Plan, oder? In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und sag einfach mal ganz frech, bis zum nächsten Mal. Tschüss!